ein herzliches Hallo von mir an euch. Uiuiui. Ich habe jetzt 4 Monate lang kein DVD aufgenommen. 4 Monate fühlen sich an wie eine Ewigkeit und ich bin ultra nervös. Wie immer. Aber. Ja. Gut. Ich nehme jetzt gerade mal wieder auf. Ich sag aber direkt vorweg, ich habe keine Ahnung, ob und wann ihr dieses Video zu sehen bekommt. Wir haben Sonntag, den 11. Oktober 2020. Wir spielen gegen einen Oni. Aber ich habe gerade jetzt Bock und Zeit, was aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt. Sollte ich jemals dieses Video veröffentlichen, ist auch noch nicht gesagt, dass ich wieder irgendwie regelmäßig bei YouTube irgendwas hochlade. Ich möchte mir selber den Druck rausnehmen. Ich weiß nicht, viele werden mich vielleicht von Twitch kennen, die bisher hier sind. Ich streame auch nicht mehr. Das hat mir einfach alles keinen Spaß mehr gemacht. Noch dazu kam, dass ich eine DVD-Pause brauchte. Das Spiel hat mich nur noch genervt und hat mir ebenso wenig Spaß gemacht. Und bevor ich wieder in so eine Phase rutsche, wo ich einfach keine Lust mehr habe, ich weiß gar nicht, rennt er mir noch nach? Weiß es nicht. Bevor ich wieder in diese Situation komme, wo ich einfach gar keine Lust mehr habe auf DVD, auf YouTube, auf Twitch, nehme ich mir den Druck raus und lade nur noch hoch, wenn ich Bock habe. Das kann Montag früh sein, es kann Donnerstagabend sein, es kann sein, dass 2 Wochen gar nichts kommt, es kann sein, dass eine Woche lang jeden Tag was kommt, es kann sein, dass nur Survivor kommt, es kann sein, dass nur Killer kommt. Ich möchte einfach keinen Stress mehr haben. Ich habe nicht immer die Wochenenden frei, das sage ich auch dazu. Das heißt, ich habe nicht jedes Wochenende Zeit, was aufzunehmen. Es gibt halt einfach auch Runden, die sind so schlecht, dass ich die auch nicht für YouTube nehmen kann. Das heißt also nicht, ich nehme jetzt hier 10 Minuten auf und habe eine Folge fertig. Es muss auch noch bearbeitet werden. Ja, aber bla bla bla. Ich bin wieder da. Unregelmäßig, aber wie gesagt, wenn ich Bock habe, nehme ich was auf und will ich dann nicht. Ich weiß, das ist für den YouTube-Algorithmus blöd, aber gut, soll der YouTube-Algorithmus halt doof sein. Mir ist wichtig, dass ich mich nicht mehr stresse. So, und jetzt gehe ich mal retten. Ich freue mich, wenn ihr da seid und meine Videos guckt. Ich weiß, es gibt viel DVD im Angebot. Ja, wir schauen einfach mal. Und ich gucke, ob ich retten kann. Da hinten an meinem Generator war auf jeden Fall auch noch ein Totem. Das Blöde ist, der Oni ist gerade in seinem Rage. Und hier ist die Palette weg. Und ich spiele übrigens mit Detective Tap, weil ich mit ihm eigentlich ein Ausgangstor öffnen muss. Aber durch das Gequatsche habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht so viel Sinnvolles getan diese Runde. Und es ist auch erst ein Gen fertig. Wir gucken, wo die Runde hinführt, selbst wenn wir jetzt nicht rauskommen. Ich werde die als neue Anfangsfolge auf jeden Fall nehmen. Jetzt möchte sie auch in den Keller bringen. Okay, dann halte ich halt selber. Schließlich habe ich jetzt hier in dieser Folge so viel erklärt und erzählt. Die möchte ich dann nicht nochmal neu aufnehmen müssen. Ich hoffe aber, euch geht's allen gut. Wer auch immer das hier sieht. Ich gucke jetzt, dass ich zu meinem Generator zurückkomme. Der war, glaube ich, in dieser Ecke, oder? Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Ich weiß gar nicht, was ich euch so erzählen soll. Ich versuche einfach zu überleben. Das ist ja Sinn des Spiels.
Und ich hoffe, jemand anderes geht retten. Es gibt ja noch jemanden, der nicht verletzt ist. Aber das ist, glaube ich, die, die hingen. Aber ich ziehe jetzt hier durch. Er geht halt auch Richtung Verletzter, weil sie natürlich Blut verliert. Achso, ich habe ja Verwandt mit. Ich dachte, ich habe dunkle Wahrnehmung mit. Ich habe Verwandt mit. Okay. Ich weiß auch nicht, ob der Oni Barbecue hat. Okay, ich glaube, wir ziehen hier durch. Und jetzt heile ich sie. Oni kommt noch nicht in unsere Richtung. Und selbst wenn, wird es wahrscheinlich schwierig, weil er gerade sehr schnell unterwegs ist. Ich weiß aber nicht, ob... Oh nein! Ja genau, während der Zeit, wo ich nicht für euch aufgenommen habe, kam ja noch dazu, es gibt auch einen neuen Killer und... Es gab ein neues Chapter quasi. Und ich habe gerade geschrien, weil der Killer ein Talent von der Fäule dabei hat. War das von der Fäule? Oder war... Nee, das war schon vom... Vom Henker, oder? Das ist nicht mehr. Ich habe auch in den 4 Monaten, wo ich nichts aufgenommen habe, insgesamt 2 Monate lang gefühlt gar kein DBD gespielt. Also ich habe sehr, sehr wenig DBD gespielt. Spiele jetzt seit 2 Monaten doch wieder recht viel tatsächlich. Ja. Aber es ist halt in den 4 Monaten ist einiges passiert. Wir werden ja sehen, was wir so für Killer bekommen. Ich denke, die, die sich diese Videos angucken, spielen auch selber und sind deshalb up to date. Also, gehe ich von aus. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne, wenn ihr das Video guckt und kein DBD spielt. Und sagt mir, ob ich euch irgendwas erklären soll. Ich beantworte auch immer gern Fragen. Das ist dabei geblieben. Nach wie vor. Das ist ja witzig. Irgendwie war die Animation jetzt... Ich habe gar nicht diesen gelben Punkt bekommen. Kommt er halt jetzt hier? Oh. Ich bin auch nach wie vor... Ich will nicht sagen ein Schisser, aber... Ich bin nach wie vor nicht so altruistisch. Also wenn ich die Chance habe rauszugehen, dann gehe ich auch raus. Bevor ich mein Leben riskiere und am Ende die bin, die stirbt, bin ich halt einfach ehrlich. Ich möchte die 5000 Punkte fürs Entkommen haben. Da hinten ist er. Ich habe auch keine Ahnung, wo jetzt noch Generatoren sind. Ich gehe mal gucken. Ich hatte ja gerade den einen. Da. Aber dann kam ja der Uni. Auch bloß noch ein Gen. Wir sind besser, als ich bisher gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Die hängt, glaube ich, jetzt zum 2. Mal. Die Verletzte... Ich hoffe, sie hat geliehene Zeit. Ich denke, sie wird jetzt liegen. Sie hat keine geliehene Zeit. Es ist schwierig. Dieses Abfarmen... Der Uni wird jetzt wahrscheinlich der Verletzten hinterhergehen. Okay, sie ist tot. Aber vielleicht... Oh! Decisive Strike, ich habe nichts gesagt. Vielleicht schaffe ich es mit der Mac, aber hier durchzuziehen. Das wäre super. Genau, es kann übrigens auch sein, fällt mir noch ein, dadurch, dass ich eventuell auch Wochen im Voraus meine DBD-Folgen aufnehme. Einfach, weil ich dann zwischendurch vielleicht keine Zeit habe, das Video zu schneiden, es bei YouTube hochzuladen, etc. pp. Meine Internetleitung ist halt auch nicht die beste und schnellste. Kann es sein, dass ich vielleicht hier noch Sachen sage, die gar nicht mehr so sind? Also vielleicht... Oh, das müssten wir schaffen. Der ist dort hinten am Keller. Vielleicht gibt es dann in der Zwischenzeit auch schon neue Chapter. Also wundert euch bitte nicht, falls es hier dann den neuen Killer noch nicht direkt gibt.
Es kann halt einfach sein, ich habe das vor Release des neuen Chapters aufgenommen. Also ja. Ich garantiere aktuell nicht mehr für Aktualität. Ich habe das ja damals so gehandhabt, dass ich maximal 2 Wochen im Voraus aufgenommen habe. Aber ich musste ja... Was heißt ich musste? Ich habe ja immer 2 Folgen Survivor, 1 Folge Killer aufgenommen. Und immer donnerstags gab es die Runden gemeinsam mit Susi. Es war schon recht viel DMD, was ich da immer aufnehmen musste. Damals habe ich ja auch noch gestreamt. Das kam auch noch dazu. Das möchte ich jetzt einfach alles ein bisschen entspannter halten. Ich habe sogar meine Daily geschafft. Ja, genau. Übrigens, mittlerweile gibt es Crossplay. Ich habe mit Consoleros gespielt, höchstwahrscheinlich. Kann auch Microsoft Store sein, aber ich gehe davon aus, dass die Mates von der Konsole kamen. Es hat sich viel getan, die letzten 4 Monate bei DVD. Und bei mir und überhaupt. Aber wir sind entkommen. Das heißt, diese Folge werde ich definitiv nehmen als Neustart auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, auch wenn ich sehr unregelmäßig hochladen werde. Aber ich mache das als Hobby und deswegen nehme ich mir selber diesen Stress und Druck und spiele nur DBD, wenn ich Bock habe und nehme nur auf, wenn ich doppelt Bock habe. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut!